Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Thief. Das letzte Mal haben wir ja für ihn hier diese Hand für seine Maschine da besorgt. Jetzt sollen wir einen Kehlkopf. Ich kann unter Beobachtung nicht arbeiten. Ja, ist gut. Jetzt sollen wir einen Kehlkopf für ihn beschaffen und genau das werden wir jetzt auch tun. Machen wir uns mal auf den Weg. Den Auftrag hatten wir ja das letzte Mal schon angenommen. Gut, wir mischen in etwa in diese Richtung. Gut, schauen wir mal, ob wir da irgendwie, ne? So, hier wieder aufpassen. Nicht, dass hier uns die Wachen da quer kommen. Nein, hier scheint keine zu sein, oder? Na mal, nicht zu viel Risiko eingehen. Okay, komme ich da vielleicht über die Dächer? Das sieht nicht so aus. Weil ich komme nur bis da drauf und dann geht es da auch nicht mehr weiter. Gut, machen wir uns hier weiter. Gucken, ob da irgendwelche Wachen sind. Okay, bisher sehe ich hier keine. Aber ich weiß nicht wie. So, schauen wir doch mal. Oh. Da waren sie. Ich bin kein Feigling, gut. Aber hier ist es nicht mehr sicher. Müssen da weiter. Denke ich. Kann man da überhaupt durch? Das sieht so aus. Machen wir uns hier weiter. In die Richtung. Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Ja. Er hat gute Ansichten auf jeden Fall. So. Nein. So. Schauen wir mal. Geht da irgendwas? Von diesen neuen Lampen krieg ich Kopfweh. Nein, da geht sie nichts. Sie ist positiv. Da jetzt blinkt verhungern was. Wir wenigstens bei Licht. Da blinkt was. Das nehmen wir mit. Glinsriges. Haben wir. So, da müssen wir irgendwie hin. Jetzt will ich mal hier schauen. Jenny ist klar. Blödmann. Geh weg da. Hau ab da. Kommst du jetzt echt hier runter? Er dachte, er wäre uns entwischt. Aber wir haben gesehen, in welches Loch sich der Kerl verkrochen hat. Wir okay. haben das weiße Kreuz auf die Tür gemalt, oder? Oh. Ja, das war lustig. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Jetzt muss ich aber sehen, dass ich hier wegkomme. Alter Schwede. Okay. Schauen wir mal. Der geht darauf. Gut. Er dachte, er wäre uns entwischt. Aber wir haben gesehen, in welches Loch sich der Kerl verkrochen hat. Wir haben das weiße Kreuz auf die Tür gemalt, oder? Okay, ja, gut. Das war lustig. Die sind da lang. Wir gehen da lang. Okay. Das sieht nicht so aus, als ging es hier irgendwie weiter. Aber da ist der... Moment. Das schrauben wir mal ab. Das nehmen wir mit. Guter Fund. Okay, was ist das denn? Das hat offenbar nichts bewirkt. F1 soll ich drücken? Hä? Okay, Sammlerstücke, ja, schön. Aber was hat es damit auf sich? Wir müssen... Nein, hier ist doch sonst nichts. Also muss ich hier wieder raus, hä? Oder kann ich da irgendwie hoch? Nein, da komme ich nicht weit. Da werde ich auch nicht lang können. Gut, machen wir uns hier wieder raus. Nein, dir möchte ich jetzt nicht begegnen. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weiß ich ihn zurecht. Okay. Er dachte, er wäre uns entwischt. Aber wir haben gesehen, in welches Loch sich der Kerl... Okay, gut. Wir machen es hier weiter. Hier. Gut.
Das sieht sozusagen richtig aus. Hier liegt nichts rum. Gut. Machen wir uns hier weiter. Okay. Gehen wir da durch. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Okay, das lädt. So müde. Ich glaube, ich weiß, wie du schießt. Ich fühle mich nicht richtig sicherer. Aber ich würde gern irgendwie da vorbei, ohne die Wachen hier irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Okay, der ist da. Geh weg da. Guck nicht hier hinter. Nein. Hau ab da. Mach dich doch mal da weg. Okay, gut. Wir müssen hinter dem da vorbei, auf jeden Fall. Jetzt ist dieser. Da hinten müssen wir nicht rein. Das steht fest. Okay, gut. Machen wir uns hier rüber. Puh. Der hat uns nicht gesehen. Das ist gut. Einer von denen muss wohl Actors Deep sein. Da oben Pech für ihn. Das heißt, wir müssen da irgendwie rauf. Ich verhungere. Fragt sich nur wie. Da ist was. Okay, der guckt jetzt gerade nicht hierher. Wie komme ich da hoch? Da müssen wir jetzt gucken. Moin. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Das ist jetzt die Frage. Nee, da werde ich auch nicht weit kommen. Ich muss irgendwie zu diesem Dieb da hoch, der da aufgeknüpft wurde. Aber wie? Wie komme ich da rauf? Moment, ich habe da eine Idee. Und zwar... Nee, das ist blöd. Machen wir das mal so. Okay, gut. So viel dazu. Geh du weiter. Oxhard Perry. Riversides berüchtigter Pfandleiher. Oxhard Perry, okay. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden verkauft. Ja, und ich habe noch was anderes im Plan. Nämlich, das da zu diebseln. Gut, sieht er uns? Nein. Okay, das sollte ich besser lassen. Hier werde ich sonst erwischt. Okay, schnell aufschrauben. Obwohl, nee, brauche ich nicht mehr. Gut, dann machen wir uns... Das heißt, ich will trotzdem mal da reinschauen. Ich will wissen, was da drin ist. Bevor wir da weitergehen. Ich will wissen, was da drin ist. Da geht's weiter, okay. Ich mach mal dunkel hier. Wer bist du? Geh nachsehen. Ah, ein Händler. Das ist gut. Breitkopfpfeil, Wasserpfeil haben wir ja eben verschossen. Kaufen wir davon mal so ein paar wieder. Wer weiß, ob wir die noch brauchen. Stumpfer Pfeil, genau. Das sind die billigsten. Und die können wir dann für gewisse Sachen zum Auslösen benutzen. Vorhin musste ich nämlich einen Wasserfall nehmen. Und der ist da etwas teurer. Der kostet mich 4 Gold. Okay, Leuchtbombe. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt brauche. Seilfall. Das fülle ich am besten auch nochmal auf. So, Leuchtbombe. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich brauche. Das Schwarzpulver und die Säure im Projektil reagieren beim Aufprallen. Nach dem Werfen miteinander und erzeugen einen hellen Lichtblitz, der Menschen in der Nähe disorientiert. Weiß ich nicht, ob ich das
wirklich brauche. Feuerpfeil. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Form brauche. Ich lasse das jetzt erstmal. Macht euch fort! Ja, bin ja schon weg. So gut wie. Das sind zwei Wege. Ich glaube, hier bin ich reingekommen, ne? Hier bin ich, glaube ich, reingekommen. Nee, da komme ich gar nicht raus. Okay, das ist schlecht. Machen wir uns hier raus, falls das irgendwie geht. Ah, das heißt, ich will mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Nee, hier ist nichts. Okay, machen wir uns hier raus, wenn wir können. Die Stadt erstickt. Die anderen Adelshäuser sollten handeln. Und wie? Na, edel. Denn Adel kommt von edel. Bei allen toten Göttern, aber nur in deinen höfischen Romanen. Das Leben sieht anders aus. Okay. Machen wir uns da runter. Gut. Da müssen wir hin. Moin. Hast du Geld bei dir? Nee, sieht nicht so aus. Ach, hier sind wir. Okay, dann hier weiter. Gut, dann haben wir sogar noch ein bisschen was eingekauft. Haben wir unseren Bestand wieder aufgestockt. Das ist gut. Und dann wollen wir mal schauen, wo der Kehlkopf da hingelangt ist. 107 Meter. Okay, die gehen da runter. Das heißt, ich traue mich da jetzt mal so lang. Was ist denn hier? Das sieht so aus, als könnte man... Ja. Ich gehe mal da rein. Hier ist auf jeden Fall Zeug. Das nehmen wir mit. Da ist auch noch was. Gut, hier ist sonst nichts. Und das Licht können wir leider nicht ausmachen. Nicht alle Lichter kann man ausmachen. Das ist das Problem dabei. Aber egal, hier sieht uns sowieso keiner. Verdammtes Seil. Das ständige Aufhängen scheuert mir die Hände auf. Oh, einer von denen am Galgen hatte echt Mitleid mit dir. Halt's Maul. So, und oh. Nee, das scheinen normale Leute zu sein. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Sieht nicht so aus. Hä? Oh, weia. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Puh. Ich glaube, die haben wieder von mir abgelassen. Sehr gut. Da hinten müssen wir hin. Ist hier irgendwas Interessantes? Da ist eine Tür. Da werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal hinkommen. Ich werde es da nicht runterspazieren. Ist keiner? Gut. Wieder mal reinschauen. Hier war ich schon mal. Ja. Ich erinnere mich, da war da drüben so ein Schütze. So ein Bogenschütze. Meine ich. Oder? Irre ich jetzt. Egal, machen wir uns hier weiter. Da ist noch eine Tür. Ja, das war klar. Gut, ich will da trotzdem nochmal schauen bei dieser Tür. Knacken wir das? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Nehmen wir mit, was wir mitnehmen können. Und, ich mach mal vorsichtshalber die Tür zu. So, da habe ich schon was glitzern gesehen. So. Ne, hier scheint sonst nichts zu sein. Okay. Das ist dann eher sowas wie ein Versteck oder so, ne? Wenn wir mal auf der Flucht sind. Gut. Machen wir uns weiter. Aber da unten war, glaube ich, auch noch eine Tür, oder? Nein. Gut, ich mache mich jetzt mal wieder hier rauf. Ist da noch was? Joho! Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Nein, hier ist sonst nichts. Nein. Gut, machen wir uns hier wieder raus.
Dann... Also wir müssen da hinten hin. Muss ich da vielleicht unten runter durch? Ich probiere es mal oben lang. Oh, warte mal, da hat was geglitzert. So. Ne, hier ist sonst nichts. Ich werde erstmal hier bei der Tür schauen. Auch nochmal knacken. Gucken wir da mal rein. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Kohle mitzunehmen. Okay, das nehmen wir mit. Gut. Oh, da ist Licht. Ist hier irgendwer? Nein, scheint nicht. Gut, ich werde mal mich bedienen. Ne, hier ist sonst nichts. Da geht es nur zum Fenster raus, aber da will ich jetzt nicht raus. Nicht, dass ich wieder in irgendein Gebiet lande, wo ich gar nicht landen will. Ich werde mich hier mal hoch machen. Hier weiter. Okay, da ist eine Wache. Wo geht der lang? Okay. Da sind die zwei. Ja, geh du mal schön weiter. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Das ist jetzt aber saublöd irgendwie. Hier mal aufschrauben. Gehen wir da einfach mal durch. Und schauen mal. Okay. Das ist einfach nur... Ich probiere mal was. Nein, das geht nicht. Hier geht's einfach nirgends hin. Okay, gut. Da habe ich noch was glitzern gesehen. Zack, das nehmen wir mit. Okay, aber wie komme ich da jetzt hin? So, da ist diese Wache. Ich glaube, ich warte mal hier drin, bis der wieder weggeht. So. Weil ich glaube, der hätte uns gesehen, wenn wir da geblieben wären. Nein, der sieht uns nicht. Obwohl wir direkt vor seiner Nase sind. Oh, der sieht uns aber. Das ist schlecht. Äußerst ungünstig. Ich probiere mal was anderes. Vielleicht komme ich da außen rum, dass ich hinter denen vorbeikomme. Oh, hier sind überall Wachen. Warte mal. Kann man da irgendwie rauf? Da glitzert noch was. Das nehmen wir natürlich mit. So, ist da noch irgendwas? Nein. Gut. Da glitzert auch noch was. Das habe ich gesehen. Jo. Überall sind hier Wachen. Und die registrieren gar nicht. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Bleib ganz entspannt. Bleib ganz entspannt. Ich will mal was ausprobieren. Wahrscheinlich ist das jetzt ein ganz großer Fehler. Aber der stört mich. Okay. Da ist noch einer. Irgendwo. Genau. Den betäuben wir auch. Ich glaube, ich habe was gehört. Untersuch schon. Ich gebe dir Deckung. Okay, jetzt sind die wachsam geworden. Das ist natürlich blöd. Aber sie bleiben ruhig. Okay. Ich habe gehofft, dass es Eastwick ist. Gut. Wissen wir schon, wie dieser Orion aussieht? Den Gerüchten nach ist er 3 Meter groß, hat stechende Augen und eine Stimme wie... Gut, haben wir hier noch irgendwas, was ich diebseln kann, wo ich rankomme? Penner, der sich im eigenen Dreck suhlt. Weil ich habe die Vermutung, dass da noch mehr ist. Stellen sich zunehmend hinter ihn und die Götzen. Okay, gut. Egal, ich mache mich da mal rauf und versuche mal oben drüber lang zu kommen. Okay.
Hier rauf. Hier. Puh, bis hierhin sind wir. Hier werden sie uns wohl eher nicht wahrnehmen. Wo es hier recht hell ist. Da glitzert noch was. Nehmen wir mit. Oh. Meine Fresse. Gut, wir müssen da hinten irgendwie hin. Da werden wir hier nicht weit kommen, hä? So wie es aussieht. Das ist schlecht. Der da kann uns sehen. Das ist äußerst ungünstig. Da kann man noch rauf. Okay. Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. Okay, das war blöd. Nein. Lass mal den Quatsch. Nein, ich will weg hier. Okay, ich werde jetzt erstmal die Beine in die Hand nehmen. Und laufen. Nö, tu ich nicht, versichere ich dir. So. Lass mal erstmal die hier beruhigen. Okay, war eine blöde Sache. Da kommen wir auch nicht weiter. Nicht wirklich. Das ist blöd. Ganz blöd. Wo muss ich denn da hin? Okay, kann man hier irgendwie noch höher auf die Dächer oder so? Dass ich da irgendwie rauf, rüber komme? Da oben drüber. Das sieht mich alles nicht so aus. Also hier kann ich hoch, okay. Kann ich da auch hoch? Ich glaube nicht. Das sieht zu hoch aus. Das ist natürlich auch noch eine Wache. Das sieht zu hoch aus. Nee, da komme ich auch nicht zwischendurch. Das ist... Nee. Irgendeinen Weg muss es doch geben, unentdeckt da durchzukommen. Ich will auf keinen Fall so weit gehen, dass ich hier jemanden töten muss. Das ist mir wichtig. Aber dich legen wir erstmal schlafen. Und ich nehme dich mit. Nein. So. Oh, unter der Treppe liegt noch was, habe ich gerade gesehen. So. Da. Genau. Nehmen wir das mit. So. Weil ich will mich da nochmal umschauen. Okay, ich da ist brauch eine Pause. Eine Wache. Okay. Gut. Ich brauche eine Pause. Okay, können wir die Wache K.O. schlagen? Nein. Der geht da ins Sichtfeld von anderen, glaube ich. Vielleicht schlafe ich heute. Die Nacht. Hunde schlafen. Ich werde da mal so ein bisschen dezimieren. Jetzt habe ich dich, Kanalratte. Nein, ich nehme nochmal die Beine in die Hand. Seht zu, dass ich euch loswerde. Und dann unterhalten wir uns gleich nochmal. So. Oh, der ist noch da. Der wartet noch. Das ist schlecht. Gut. Also, wir haben auf jeden Fall noch einen weg gemacht.
Ich werde sie nach und nach dezimieren. Dann kann ich mich da in Ruhe mal umschauen. Weil das ist ein bisschen blöd sonst. Okay. Muss ich erstmal gucken. Verdammte Stadt. Mach mir mal das Licht dunkel. Das wird dir noch leid tun. Dafür werde ich sorgen. Ja, das glaubst auch nur du. Weil du schläfst jetzt gleich. Gute Nacht. So, und jetzt kann man hier auch mal so ein bisschen die Taschen noch leer räumen. Ach ne, der hat nichts. Gut, ist hier noch irgendwo eine Wache? Da hinten. Den holen wir uns natürlich auch. Weil ich habe keine Lust, hier ständig von Wachen umgeben zu sein, wenn ich hier mich umschauen will. Gut. Okay. Weil das nervt nämlich. Das Ding machen wir aus. Für den Fall das. Na gut, hier ist eh beleuchtet. Na, kann ich nichts machen. Da ist was. Das ist, das haben wir voll. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Guck mal, was wir mitnehmen können. Da glitzert noch was. Habe ich gesehen. Schere. Gut. Da brauchen wir wieder die, Dings. Ein Seitenschneider. Egal. Oder Kabelschneider oder wie auch immer. Da hinten will ich mich auch nochmal umschauen. Ist mit Sicherheit auch was. Machen wir das mal für alle Fälle dunkel. So. Das auch. Man weiß ja nie. So. Hier ist was. Gut. Da glitzert noch was. Oh, was ist das denn? Holla die Waldfee. Hey, Jackpot. Nehmen wir das auch noch mit. So. Okay. Ach, krass. Machen wir das mal vorsichtshalber zu. Das will ich sehen. Oh, okay. Hier sind wieder diese Scherben. So. Du schläfst, mein Freund. So. Der steht erstmal nicht auf. Da wird wohl keiner reinkommen. Nein. Ich wollte eigentlich... Aber das hat doch garantiert einen Grund, warum der hier Wache hält. Naja, Wache gehalten hat er nicht wirklich. Ja, der gepennt. Schlafmütze. Okay, hier ist aber anscheinend nichts. Dahinter ist irgendwas. Aber wie komme ich da... Ah. Okay. Jo. Guter Fund. Sammlerstück. Und da ist noch was. Da haben wir nochmal so einen Fokuspunkt gekriegt. Das ist gut. Auf jeden Fall. Ah. Nichts liegen lassen. Gut. Hier ist nur noch diese komische Hand. Machen wir uns hier raus. Jo. So. Haben wir das auch. Jo. Da kann man offensichtlich auch rein und raus. Aber das interessiert mich jetzt gerade weniger. Jo. So. Ich muss gucken, wie komme ich da hin, wo ich hin will. So, jetzt kann ich ja ruhig hier so lang stapfen, ohne weiteres. Jo, mitnehmen.
Darauf, dann können wir dadurch. Vielleicht ist das ja unser Weg. Weil? Oder komme ich da aufs Rohr? Nee. Da werde ich nicht raufkommen. Gut, machen wir uns mal hier drauf. Vielleicht ist das ja irgendwo so ein Durchgang zum nächsten Gebiet oder so. Auf jeden Fall nächstes Gebiet, das steht fest. Na, werden wir ja gleich sehen. Also mir kommt das Ganze hier echt wie so ein Labyrinth vor. Da ist nichts. Nix. Okay. Nix. Echt jetzt? Nein! Ach, Mann. Muss das ausgerechnet auf E liegen, dieses Spähen? Okay. Da weiter, hä? Ich will aber erstmal gucken. Das sieht nicht nach Wachen aus. Gut. Da müssen wir hin. Okay, oh, da ist einer mit einer Fackel. Ja. Der schläft gleich. Jetzt bist du Aalfutter! Oh, nein, das sehe ich anders. Mach's gut. Ich bin mal gerade. Ah, nein, nicht im Ernst. Ach, Mist. Ja. So, und den anderen müssen wir auch noch K.O. hauen. Okay. Blöd gelaufen. Aber hey, sie schlafen. So, und ich habe extra keine Pfeile eingesetzt, weil ich die nicht töten will. Okay. Irgendwas Interessantes hier. Hast du es ausgekundschaftet? Das Haus der Stadtratswache? Ja, hab ich. Streng bewacht. Gut, okay, da müssen wir irgendwie die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen wert. So. Ja, ich leg mich heute irgendwie öfter mit den Wachen an. Aber ich habe heute mal irgendwie gar keine Lust, zimperlich zu sein. Nur töten will ich trotzdem nicht. Ich will, dass das irgendwie komplett mordfrei geht, sag ich mal. Irgendwie muss es darauf gehen. Vielleicht die Bude ausräumen. Da. Moment. Wo haben wir denn? Da. Okay. Gut. Dann machen wir uns darauf. Und da muss ich irgendwie hin. Unterwegs können wir ja noch ein paar Fensterchen einsteigen. So ein bisschen was mitnehmen. Okay. Wollen ja nicht hier alles liegen lassen, ne? Sonst sind sie von uns enttäuscht hier, die Leutchen, dass ein Dieb da war und hat nichts mitgenommen. Da ist was drauf. Oh, wir können raufklettern, das ist gut. Ah, ja, okay, das brauchen wir auch. Haben wir nämlich eben verbraucht. Okay, nur eine Zeitung. Schauen wir aber trotzdem mal. Okay. Und zwar. Zeitung. Ja gut, ich denke nicht, dass die Zeitung jetzt wirklich von Interesse für uns ist. Sammlerstücke. Da haben wir ja das mitgenommen. Okay, 1 von 6. Schließen wir das. Machen wir hier mal weiter. Okay. Da ist was. Da noch. Okay, gut. So. Hier in dem Zimmer ist nichts mehr, aber da ist eine Hand. Das heißt, hier muss noch mehr sein. Ah. Toll. Packt er ihre Hand? Gut.
machen wir uns wieder raus. Wo sind wir hier? Ah, okay. Wir müssen da weiter. Gut, machen wir das. Hier. Oh ja, hier ist richtig. Ist hier auch irgendwas drin? Nein, sieht nicht so aus. Okay, ich will aber mal beides auffüllen. Machen wir uns weiter. Also Mana aufgefüllt und Energie aufgefüllt. Lebensenergie. Nur für den Fall, dass... Wenn hier einer reinkommt, kannst du dir dein Geld mit Singen in der Kneipe verdienen. Ist das klar? Natürlich, Sir. Okay. Scheiß Kerl. Ich verhungere. Hier nochmal gucken. Nö. Da haben wir noch was auf jeden Fall. Da hinten die Flasche, das haben wir, glaube ich, voll. Ja, das haben wir voll. Und wir müssen in diese Richtung. Auf dem Fluss habe ich gerudert. Meine wahre Liebe. Oh Mann, er jodelt darum. Gut. Haben wir hier? Okay, ich will mal schauen. Sehen tue ich da niemanden. Ah, warum ist die Tür offen? Schleicht hier jemand rum? Das ist blöd. Vermutlich nicht richtig eingehängt. Okay. Der hat sich wieder beruhigt, wie es aussieht, aber wo ist der? Unglaublich, dass er mir entwischt ist. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, das ist auf jeden Fall eine Wache. Jetzt muss ich mal gucken. Jo, äußerst günstig. Sie sprach, da wär... Oh! Gute Nacht. So, und da ist ein Hund. Den legen wir schlafen. Nicht töten, schlafen legen. Gute Nacht, mein Freund. Gut, das da machen wir dunkel. Für alle Fälle. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Wachen sind. So. Gut. Neues Dokument. Gucken wir doch mal direkt nach, ob das irgendwie relevant für uns ist. Befehle der roten Klingen. Ich habe euch Jungs zum Schutz bestellt. Ich werde von einem Taugenichts belästigt, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwas mit E hat sein Gesicht nicht gezeigt und wollte etwas, das ich gekauft habe. Einen Kehlkopf. Der Mistkerl will morgen wiederkommen und bezahlen. Aber ich erkenne einen Betrüger, wenn ich ihn sehe. Er will mich berauben, heute Nacht. Seid wachsam. Okay, das heißt, der rechnet schon damit, dass wir da kommen, ne? Okay, gut. Soll mir wurscht sein? Der Hund schläft. Hier ist sonst nichts weiter, oder? Doch, da. So. Meine Fresse, da schnarcht dabei wäre laut. Haben wir hier noch mehr? Scherben da? Nö. Nichtsdestotrotz, das Schloss, das knacken wir erstmal. Da war ein bisschen... Na, sag doch mal. Daneben eben. Jo. Ey. So. Gut. Machen wir mal die Tür auf und schauen mal vorsichtig nach. Handleier, Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Alle... Eindringen! Oh, nein. Okay, jetzt wirst du schlafen, mein Freund. Okay, hier mal das Licht ausmachen. Gut, perfekt. Die schlafen. Der hat nichts bei sich, der auch nicht.
Gut, klauen wir erstmal hier so ein bisschen. So. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Da sind wir hier reingekommen. Halt, warte mal. Da ist irgendein Mechanismus. Hier unten. Ah. Das führt zu der Truhe. Ich weiß jetzt nicht, ob es so klug ist, die Truhe. Ah, ja. Ne, auf die Truhe uns stellen können wir auch nicht. Daher machen wir das mal anders. Hier sollten wir nicht getroffen werden. Hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Nee, können wir so nicht öffnen. Das ist blöd. Knacken wir erstmal. Wir werden jetzt wahrscheinlich einen kriegen, wenn wir die Tür aufmachen. So, okay. Das war's wohl, hä? Nehme ich jetzt mal so hin. Ich nehme das trotzdem mit. Weil ich vermute mal, dass ich da wieder einen Seitenschneider brauche. Den habe ich nicht. So. Das nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Egal. Das auch. Da ist nichts drin. Gut, da aber im Schrank könnte noch was sein. Nehmen wir auch mit. Nein. Nein. Aber nicht das, was wir suchen. Was bewirkt er? Wahrscheinlich nur Licht, ne? Ja, das machen wir natürlich wieder aus. Gut. Gehen wir hier rauf. Die sollen in Ruhe schlafen. Da sind wir reingekommen. Moment. Hier mal schauen. Geht hier Licht auszumachen? Nein. Kein Schalter. Erstmal hier ordentlich Diebsel. Ja, wir nehmen alles mit. Oh, nochmal was für die Heilung. Das ist gut. Was? Nein. Ja, da hätten wir auch reingekonnt, aber da sind wir ja von der anderen Seite, dann hätten wir auch gekonnt. Gut, Moment mal. Keine Ahnung, wo das hinführt, aber das werde ich mir auch noch anschauen. Okay. Mal schauen. Hier ist, glaube ich, jemand. Okay, kann man das Licht hier ausmachen? Das macht mich irgendwie nervös. Hier ist offensichtlich kein Schalter. Das kann man sowieso nicht mitnehmen. Das haben wir voll. Okay, ich probiere es mal da rein. Erstmal die Tür aufmachen, vorsichtig. Sei still. Höre dich aus dem Tresor. Will Mechaniker rufen. Okay. Ja! Du schläfst. So, das da machen wir dunkel. Das da. Ach ja, da wäre wieder der Drahtschneider. Ich muss unbedingt sehen, dass ich einen Drahtschneider kriege. Ich werde mich da nochmal bei dem da im dem Laden sozusagen umschauen, was der da noch zu verkaufen hat. Dann werde ich mal gucken, ob ich da alles mitnehmen kann, was man... Guter Fund. Neues Sammlerstück. Schön. Werde ich mal alles so mitnehmen, was so geht, geldmäßig. Gut. Hier denke ich mal, habe ich alles. Ne? Ja. Hier habe ich alles. Okay, gut. Machen wir uns runter. Darum heißt die Vase Vase, weil... Haut mal drauf, na Vase. Okay, ich muss da irgendwie weiter.
Okay. Jo, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Ich vermute eine Falle. Kann man die Tür wieder zumachen? Jo, besser ist das vielleicht. So, erstmal hier schauen, was hier so alles zu liebsten gibt. Jo, und ich überziehe schon wieder gewaltig. Aber ich werde ohne den Kehlkopf heute hier nicht weggehen. Das steht fest. Mhm. Da haben wir noch was. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen. So, warte mal. Dokumente. Mhm. Da. Was? Alpha. Abgeschlossene Geschäfte. Okay. Gut. Was ist hier noch? Lieferungen. Hm. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir hier richtig sind. So. Da noch. Das wollen wir ja auch nicht zurücklassen, was da ist. War natürlich nichts, ist klar. Wie immer, ne? Leere Schubladen. Da, ah, jo, das müssen wir leider auch zurücklassen. Gut, ich schau mal hier. Na komm. Irgendwo muss er sein, ne? Halt. Da war's doch. Da. Gut. Mach mal auf. Gut, ist hier wer? Nö. Sieht nicht so aus. Machen wir das alles zu. So, alles erstmal einstecken. Tresor können wir uns gleich drum kümmern. So, die Gläser können wir nicht. Okay. Da wird uns nichts anderes bleiben, als Aua zu kriegen. Ja gut, die Gläser können wir ja nicht, weil das haben wir voll. Gut. Okay, jetzt wird's schmerzhaft gleich. Egal. Das bloß, weil ich diesen komischen Schneider nicht habe. Egal. Irgendwas ist ja immer. No risk, no fun. Au! Okay, nehmen wir mit. Das ist also der Kehlkopf. Ja. Perry hätte ihn verkaufen sollen, als er noch konnte. Sonst ist hier nichts. Gut. Machen wir uns hier raus. Da sollten ja alle schlafen. Wir müssen in diese Richtung. Gut. Die hatten wir ja alle K.O. geschlagen. Die schlafen ja alle. Gut. Machen wir uns hier raus. Weg hier. So. Gut, dass ich vorher aufgeräumt hatte. So bleibt uns dann genügend Rückweg. Genügend Freiraum, ne? Okay. Bleibe unentdeckt, ist gescheitert. Ja, ist klar. Nutze einmal die Umgebung. Okay. Führe 3 Kopfschüsse an Bedrohung aus. Nein, will ich ja nicht. Ich will ja nicht töten. Stiehl alle Beuteobjekte. 96%. Naja, da habe ich ja so ziemlich viel mitgenommen. Gefundene Sammlerstücke 2 von 3. Gesammelt in Gesamtbeute in Gold 208. Gefundene Beute 29 von 29. Taschendiebstähle 0. Geknackte Schlösser 4. K.O. geschlagene Bedrohung 5. Verdacht erregt 2. Entdeckt 1. Getötete Bedrohung 0. Na, das ist doch mal gut. Weil wir wollen ja Garrett nicht zum Mörder machen. Auf gar keinen Fall. Ich versuche das so gut wie möglich zu vermeiden. Aber ich wollte es auch mal so etwas weniger zimperlich angehen heute. Mal gucken, wie gut wir da durchkommen. Ne? In Riverside wimmelt es von Banden wie den Aalbeißern. Man tut gut daran, Ärger zu vermeiden und unauffällig zu sein. Gute Idee. Aber weiter geht's beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin und tschüss.